Was für eine Situation befinden wir uns gerade? Also der Christian ist erstmal feiern gegangen. Wir wollten ihn überraschen und jetzt stehen wir vor verschlossenen Türen. Was schätzt du, wie viele Stunden wir warten müssen? Ja gut, zum Glück sind die Kinder da. Die stehen ja immer wieder früher auf. Das sind niemals denn ihre Sachen. Selbst der Fußballer steht nicht auf. Das gibt's doch gar nicht. Wie verheerend wäre das jetzt, wenn wir einfach ins falsche Haus eingebrochen wären? Dann wäre es ein kurzer Urlaub gewesen hier auf Ibiza. Möchtest du den nicht behandelt schnappen? Noch viel zu früh. Krass. Ja? Braun-weiß. Er muss auch dazu beitragen, dass ich 2200 Kilometer Motorrad gefahren bin. Der beste Mann ist aufgestanden. Die nächsten 15 Jahre werde ich mit Maxim feiern gehen. Die Schuhe habe ich auch. Ja? Habe ich sogar dabei. Und? Wie läuft's bis jetzt? Guck mal, was ich alles für dich mache. Geht nicht. Du musst fester rütteln. Oh. Der kommt nicht raus. Für Maxim mache ich alles. Los, weg. Oder? Easy, oder? Für Frühstücken mit der Familie. Ist doch geil. Hast du da grob was geplant für heute? Ich muss ja vorsichtig diese Fragen stellen. Nee, wir sind ja im Urlaub. Wie sagst du zur Frisur? Sehr schön. Ist was Neues halt, ne? Schön sommerlich, würde ich sagen. Kurz. Ja. Ja, aber kannst du zum Strand gehen, oder? So. Darfst du das T-Shirt in deiner Größe auch? Das ist der Unterschied. Das T-Shirt darfst du deine Größe nicht. Siehst du immer S an. Siehst du immer S an. Du Oversize, oder? Der S ist gut. Eine Hose anziehen, wo du ins Wasser gehen kannst. Oder willst du? Warum? Der darf nicht. Zum Flughafen. Der darf nicht. Zeig dich von deiner besten Seite. Der darf nicht. Was ist da rein? Schlag doch. Hier, Schlag. Was? Bitte, du willst aber auch noch auf. Wenn du Handtücher brauchst, ruf mich an. Haben wir noch so Tiefschutz dabei? Tiefschutz? Ja. Okay. Kann ja alles passieren. Was war dein Lieblingssender hier? Klar, Rock FM, was denkst du denn? Komm doch auf meinen Schoß. Wenn wir in der Band ein bisschen vorne im Sitz. Was? 069. Wir sind auch hier in Ibiza, 069, versteht ihr das? Oder, Emil? Er hat ja ein bisschen Übergewicht. Aber ist eigentlich Südländer, normal müsste es kein Problem sein. Jana. Jalana. Man muss ja jemanden dabei haben, der irgendwas schleppt. Stehst du da zu schon mittags zusammen? Bei der Hitze, du brauchst ein halbes Glas, bin ich tot. Sehr erotisch. Du kannst gut aussehen, wenn du den Körper verdeckst. Auf Christian. Na gut, ist wie sicher. Neues Oberteil. Trainingspause macht das Lungenvolumen nicht mehr mit. Ne? Du musst es rein, so ist es bei uns. Hier läuft der Hase anders. Wird die Frau auch eingecremt? Ständig. Nicht von mir. Ich kann mich kaum zurückhalten. Wir müssen ständig eingecremt. Massieren, Füße massieren. Füße massieren. Ja? Ja? Füße massieren. Natürlich. Beste, was es gibt, beste Massage, Füße massieren, oder? Leider Teufel, hör. Der Urlaub ist jetzt? Sehr schön. Ja. Vielen Freunden, immer schön gegessen, im Wasser gewesen, ja. Bootausflug. Wir waren sogar mal. Mama und Papa waren mal weg, zwei Abende, ne? Gab's auch schon lange nicht mehr. Wenn Frauen nach deiner Nationalität fragen, was sagst du? Auf jeden Fall kein Spanier. Türke. Stolzer Türke, genau. Kann man stolz drauf sein, Türke zu sein? Auf jeden Fall. Bei der Währung auf jeden Fall. Der Arman hatte 7 in ein Stück drin. Nummer 2. Achtung, Addition. Das ist eine Arschbombentechnik. In meiner Jugend habe ich mich mit meinem Freund jedes Wochenende. Unser iranischer Delfin heute als Zuspringen. Arman, ja, gut. Kann meine was mit dir passiert? Die Kamera krieg ich. Oh, hier die Bombe.
Kein Köpfer, ja? Bombe musst du machen. Mittagsschlaf bis 20 Uhr. Was machen wir gleich? Gehen wir was essen? Gemütlich. Erstmal klarkommen wir. Ich bin schon fertig von der Sonne, ne? Hast du das Leben zu sehr genossen gestern? Ja, auch. Bisschen abends raus gewesen. Was wir ja machen, die Zeit. Ja, 100%. Und zugucken wird mir schon schwer. Immer fit bleiben. Auch wenn man viel isst. Muss man sagen, dass schon die Ausnahmeprüfung auf harten Holzboden im Ellbogen abzustützen, das ist der wahre Kampf im Leben. Also, zum Glück habe ich einen Tiefschutz an, also kann nichts mehr passieren. Da wollten wir gerade das Thema Sport einleiten und dann kommt die Sinnbildfigur der Männlichkeit. Also Sportskanone ist jetzt Zeit, jetzt können wir richtig loslegen. Was haben wir jetzt eigentlich in Ibiza vor? Ich bin jetzt zumindest 4 Tage hier. Was hast du dir ungefähr vorgestellt, was wir machen? Ja, genau. Nein, das Wichtigste ist Zeit mit der Familie. Das steht im Vordergrund. War ja in der Vorbereitung lange weg, hat man ja mitbekommen. Aber trotzdem vernachlässigen wir unser Training nicht. Wir haben eine gute Zeit zusammen. Gehen gut essen, gehen gut vielleicht mal feiern, mal gucken, haben Spaß. Und jetzt machen wir eine kleine Trainingseinheit. Einen kleinen Crossfit-Zirkel. Dann nehmen wir ein paar Sachen aus dem Crossfit-Bereich. Ja, ich habe auch trainiert, wo ihr alle geschlafen habt eben. Da war meine Trainerin hier, wir haben auch eine Runde trainiert. Allgemein Training, wenn man nicht muss, ist immer geiler. Sonst hast du ja immer Druck und straffen Plan, wo es dann ab und zu mal so sagt, ah, kein Bock vielleicht heute, aber so kannst du es ja einteilen. Ich meine, wer hier keinen Spaß hat beim Training, der hat noch nie richtig trainiert. Hey, gleich trinken. Yes. Gute knackige Einheit. Schöne Pumpkohle für heute Abend Disco. Im Urlaub, bestens versorgt. Athlete's Tech, alle essentiellen Vitamine, besonders ausgewählte Mineralien, sehr gut fürs Immunsystem, Muskelfunktion und die Testosteronproduktion. Wenn ihr das auch haben wollt, besucht die Seite ESN. Mit dem Rabattcode Eckerlin gibt es mindestens 10% auf alles. Das ist das erste Mal, dass du Cabrio fährst. Rauscht das im Ohr? Papa hat zugemacht. Hast du mitgenommen aus, oder? Ich hab ja gar nicht geschlafen. Hier? Ja. Und mit dem Spielautomaten. Glücksspiele sind verboten. Haram. Aber mit dir machen wir alles. Komm. Sin tus caderas mi ritmo no se llama el son. Sin tus caderas no hay fiesta, no hay ron. Du hast wieder gewonnen. Hier. Du bist nur am Gewinn. Muévete, mami, ahora, muévete. Grüß dich. Halb 12 in Ibiza. Luft, Julie Lenkbar. Mach mal Tütüt. Michael ist einfach der Beste, gell? Ja, Mann. Oder? Zieh deinen einfach mit. Ruf mich mal an, mein Handy ist zu stark. Jo Leute, das war Tag 1. Morgen geht's weiter. Morgen geht's richtig geil. Schöne Bootstour machen wir. Gehen jetzt schlafen. Die Hitze macht uns kaputt. Auf geht's.